Guten Morgen und schönen Sonntag. Ich bin jetzt gerade am Stall angekommen. Heute ist der Tag, wo die Pferde alle zusammen vergesellschaftet werden, sagt man es so. Und vorher werde ich sie noch ein bisschen bewegen. Ja. Was ich euch noch zeigen wollte ist, ich habe gestern meiner Freundin den letzten Rest beim Stallumzug geholfen, weil sie hat den ja komplett aufgegeben. Und da waren auch noch viele meine Sachen und ich wusste gar nicht, dass das so viel ist. Guckt mal. Krass, wie viel, ne? Und am Stall haben wir Babymiezen. Die sind erst 3 Tage alt. Richtig süß. Ich weiß nicht, ob ihr das richtig seht. Aber richtig niedlich. Da ist die Foxy. Die mümmelt ihr Heu noch. Für sie brauche ich die Stimme nicht verstellen, obwohl sie auch süß ist. Ne, du bist auch niedlich. So, wir gehen jetzt rüber in die Reithalle. Guckt so skeptisch aufs Handy. Aber eigentlich kennt sie das. So, das war jetzt mega unspektakulär. Ich darf ja eure Pferde auch filmen, oder? Ja. Weil wir dachten, jetzt gibt es hier richtig Ramazama. Jetzt gucken wir mal. Ja, weiß man nicht, ne? Den Rosi kennt die beiden hier. Ja. Ist doch ein bisschen Action. Ja, was ist los, Foxy? Hä? Fressen ist doch besser als zanken. Ich glaube auch nicht. Guten Morgen. Ich fahre jetzt zu Foxy. Ich habe heute das erste Mal Reitstunde in der neuen Reitanlage und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe hier extra die Tasche gepackt. Das habe ich noch nie benutzt, deswegen macht die Foxy heute mal schick. Sie macht hier Alarm, weil draußen wohl die Straßenreinigung unterwegs ist. Finde sie nicht so toll. Ich bin jetzt am Stall angekommen und es sind optimale Bedingungen für den Reitunterricht und besonders für den ersten Reitunterricht bei einer neuen Trainerin. Es regnet in Strömen und es sind Sturmwarnungen angesagt. Von daher schauen wir mal, wie weit das jetzt hier was wird. Guten Morgen, Foxy. Komm mal her. Guten Morgen. Na? Na, Mausi? Heute haben wir Reitunterricht. Ich übe jetzt mit der Foxy immer, dass sie stehen bleibt beim Putzen, ohne dass ich sie anbinde. Ich hoffe, dass wir das bald hinkriegen und ich dann auch sie überall abstellen kann. Foxy hat mir vorhin erzählt, dass sie natürlich heute beim Reitunterricht die Schönste sein will. Deswegen habe ich mal meine Bandagierkünste ausgepackt und ja, ich finde, die Farbe steht ihr super. Ich finde es einfach super schick. So, es regnet. Wir sind gerade auf dem Weg zur Halle. Ich habe schon meinen Helm aufgesetzt, damit mein Kopf nicht so nass wird. Oh, neuer Unterricht bei einer neuen Trainerin. Da habe ich ja immer ein bisschen Schissebuchs. Jemanden meine schlechten Seiten zeigen ist nicht so meine Kunst. Guten Morgen. Wie die ganze Woche regnet es natürlich wieder. Ich war jetzt gerade im Futterhaus und habe Futter gekauft. Das ist für mich der kürzeste Weg, sonst fahre ich gerne noch ins Pferdegeschäft, aber leider schaffe ich das nicht immer. Hier mal meine Ausbeute, aber das muss ich jetzt auch schnell ins Auto räumen. Da ist die Mietz einfach mal in meine Futtertonne gekrochen. Na, du Kleine? Soll ich dich rausholen oder schaffst du das? Ja, wunderbar. Irgendwie ist immer mein Arm zu kurz, um alles drauf zu bekommen. Also wir gehen jetzt rüber in die Halle und dann werden wir lockeres Longentraining machen. Richtig schön warm war und fleißig über die Trabstangen gegangen ist. Ach, sie musste anhalten, weil sie groß musste. Okay. Aber wie gesagt, nachdem sie schön warm war und locker, konnte ich sie an der Hand auch schön in die Seitengänge schicken, ein bisschen Schulter herein und übertreten. Ich bin richtig stolz auf sie, sie hat richtig gut mitgemacht, obwohl sie am Anfang rumgezickt hat.